Guten Tag, ihr Leid. Mir gucken mal, was passiert. Wenn ich die Dinger do verschrotte, du. Das wird bestimmt irre witzig. So. Also was soll ich mit der. Oh. Mo Klamotte raus. Cool. Okay, her mit. Nehm ich mit. Oh, nee. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedenkt. Guten Tag, ihr Leid. Wollte ich sagen. Alter Schwede. Wir brauchen mehr Schenk. Schränk mo wieder. Schenk, Schränk. Hier auch. So, wir waren noch nicht fertig mit unserem Skilltree-Gedönse. Bevor ich es vergesse, ich wollte mal Funzel bauen. Also so Funzelbrenner. Bunsebrenner. Sowas da, Schweißbrenner. Fehler, Materialien fehlen. Ach scheiße, stimmt ja, da war ja was. Elektriker-Kit. Mess- und Analysewerkzeug ist mir eigentlich auch egal. Ersatzglühbirne-Kit. Ich weiß immer noch nicht, was man mit einer Ersatzglühbirne macht eigentlich. Okay, dann bauen wir uns einfach mal den Staub. Der braucht 0,9. Okay. Der braucht 1. Ja. Junge, so wäre das nichts mit uns, du. Scheinwerfer haben wir uns, glaube ich, vorhin gebaut, Anna. Also gestern. Das da oben brauchen wir erst mal noch nicht. Jetzt. Hopp, da geht ja erstmal nichts vorbei, ne? Ich weiß halt nicht, was das da ist. Ich ahne, ist mir gerade egal. Was erwacht? Ist das unser Rucksack? Wir gucken mal kurz mal Rucksack an. Der hat da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hoch. 4 breit und neben noch jeweils 6. Jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn ich jetzt das auswähle. Ne? Hm. Okay. Hä? Hä? Das ist jetzt das Hydra? Hä? Will ich mich verarschen oder was? Der veräppelt mich doch, oder? Ach so. Okay. Was ist da eine Ausrüstungsmaschine? Ich habe jetzt halt gehofft, dass der irgendwie mal Dinggräser macht. Nicht mal Dinggräser macht. Ah! Ah! Geil, 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 das ist ja super. Ey, jetzt haben wir noch eine Maschine mehr. Ey, das Spiel ist einfach nur eine Aneinanderreihung von... Boah, krass. Was braucht man da dazu? Sumpfkoralle, ne, so weit bin ich noch nicht. Mittlerer Rucksack, 66 Slots, habe ich doch aber scheinbar schon, oder? Bleischürze. Bietet einfach einen Schutz vor Strahlung mit weiteren Materialien erheblich verbessert. Geil. Aufgemotzte Stiefel. So. Ich die jetzt gleich A? Habe ich die jetzt? Wo habe ich denn die jetzt? Habe ich die jetzt A? Sehe ich das jetzt irgendwo? Ich guck mal im Logbuch nur. Ausrüstungsmaschine. Natürlich ist es wichtig, dann Auto. Ja, das weiß ich. Okay. Ich gehe mal da gucken. Batterie. Blitzerbleiter. Ja. Okay, das war nicht das, was ich wollte. Hilfsmittel. Zeitliches Gestell. Okay, das haben wir gestern gebaut. Und jetzt? Verfeinern. Leiterplatte. Oh, keine Ahnung. Ja, irgendwie. Ja. Okay, pass auf, wir müssen mal zählen. Was war das? 2, 4, 2, 4, 6, 8. 4 mal 8, 8, 16, 24, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44. Das spricht, wir haben noch kein großer Rucksack, also mittlerer Rucksack. Dann bauen wir uns jetzt da denn. So, sichte. Und jetzt gucken wir mal. Ja, jetzt haben wir größere. Ach so, wir ziehen das dann automatisch an. Jawohl, ja. Ihr Leid. So, dann gehen wir mal ein bisschen unter die Bleischütze. Machen wir uns auch gleich. Was man hat, hat man. Das kann man schon noch bauen. Aufgemotzte Stiefel haben wir. Freundlich über weichere und sichere Ladungen dank Plasmatechnik. Schutz vor Fall, 35%. Ja, hopp. Das kann man alles bauen. Ach, guck mal. Du kannst dann die Carbonglasfaser brauchen, die, wo ich mich schon gefroht habe, für was man sowas braucht. Und Plasma. Naja, ja, das ist halt schon ziemlich dire, das alles, ne?
Große Rucksack braucht man Sumpfkoralle. Ja, aber das ist jetzt erst mal, was kann ich schon. Ah, das ist so unerteilt halt jeweils. Okay, das war schon mal gut, dass man das gebaut hat. Muss ich schon doch sagen, ist recht praktisch so. Aber wir haben immer noch. Okay, gräserer Spind. Eine Schnellzapfsäule. Hier kannst du dein Fahrzeug schneller auftanken. Das ist mir eigentlich egal. Und das da? Möglichst hier noch höhere Energiemengen freizusetzen, wodurch meine Autobatterie. Das ist mal jetzt alles eher so. Ne? Denn da wollte ich noch haben. Brauch 1,5 Klimm. Leck mich im Bobbes. Das ist schon viel, ne? Und das da? Ich weiß gar nicht, was das ist. Ja, keine Ahnung, mir gucke einfach. Wieso geht das nicht? Was brauche ich? Leiterplatte. Okay, wir bauen uns jetzt eine Leiterplatte und dann bauen wir das so hin und gucken, was es macht. Ich habe keine Ahnung. So. Leiterplatte dürfte wahrscheinlich sowas hier sein, oder? Da, guck. Okay, Leiterplatte gebaut. Und jetzt bauen wir uns so komisches Faxgerät. Was auch immer das ist. So. Kommt du raus, das bauen wir du also hier. Ich meine, weil, wo ich ja schon gedenkt habe, dass das einfach nur größerer Rucksack ist. Ne, es ist deutlich besser als ein größerer Rucksack, weißt du? Und deswegen, ey, hey, so. Mal gucken, was mal schönes kriegen. Okay. Der hat noch. Komisches Faxgerät, komm mal her. Was kann man da machen? Fragment einer Übertragung. Eilmeldung, Seattle, 29. Januar 80. Heute ist der erste Verhandlungstag einer bahnbrechenden Sammelklage durch Regierungsangestellte. Sie werfen dem Bundesstaat Washington vor, sie wissentlich ausgesandt zu haben, um ihren Worten nach außerordentlich gefährliche und extrem gesundheitsschädliche Arbeiten durchzuführen, durch die viele von ihnen chronisch erkrankt. Okay. Linker Button öffnet das Inventar. Oh, shit. Hätte ich doch vielleicht die Dinger, die ich aweil rausgeschmissen habe, nin machen sollen? Die ich dann hingeschmissen habe für Klamotte? Hätte ich die vielleicht dann hinmachen sollen? Milk Cat Food TI02. Was? Ich habe keine Ahnung, was das so genau ist. Ja. Wir gehen mal ein bisschen im Logbuch gucken. Aber jetzt kurz erklärt, hoffe ich doch, oder? Ja, so wie es aussieht, wird doch gar nichts erklärt. Bleischürze. Ja, das wissen wir schon, was es macht. Das. Okay, was haben wir hier? Nix. Was wahrscheinlich weiter oben. Faxgerät, merkwürdig. Frequenzanalyse und Extraktionsgerät. Ich habe keine Ahnung, was es macht. Aber mir Hans. Und warum haben wir das? Ich habe. Auch hier keine Antwort darauf. Und somit habe ich das Deko-Scheiß freigeschaltet. Ja, nö. Dann brauchen wir das doch nicht. Das war jetzt irgendwie doof. Also, ich will größerer Spind auf jeden Fall, das ist klar. Ja, da braucht man labile Energie. Kommen wir eh nicht mehr weiter. Wo will ich schon unbedingt hin, ne? Schweißbrenner. Da braucht man labile Energie. Ich habe keine Ahnung. Da kommen wir halt noch nicht dran. Das da ist halt geil, wenn du das bauen kannst. Enner Hammer, jo. Aber der funktioniert dann wahrscheinlich auch nur AMO, kann das denn? So. Stabile Energie 1,3 von 1,5. Sicher mir eine Enemy genug. So. Moment, 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 Moment. Kannst in dieser Station bei Ausflügen ins Sperrgebiet Autoteile reparieren? Also das ist Werkbank oder ist es halt so richtig? Das wäre natürlich geil. Ah, also das brauche ich auf jeden Fall. Aber da habe ich jetzt zu wenig Chemikalie, aber die Energie wird lange. Kriege ich jetzt Chemikalie her? Egal, ich würde sagen, wir holen uns gräserer Spind. Kriegen wir nicht hin, weil. Wir brauchen noch ein Stahlblech. Wir holen uns auf alle Fälle größerer Spind. Und dann gucken wir, dass wir halt noch irgendwie ein bisschen was am Auto rumschrauben. Ich habe jetzt nämlich genug hier. So, das war. Da Iwe. Stahlblech. Wie viel haben wir jetzt? Hat? Keine Ahnung. 6 Stück. Sollte doch lange, oder?
Ja. Spinnt Voldemar, gell? So, gucke. Mehr. Jetzt kann ich mal aussuchen, wo ich denn nicht hinstellen will. Ich bin ja immer noch fahr du aus, weil da laufe ich schon eh die meiste Zeit rum. So, guck. Stell mir eine Do ins Eck. Das ist gut so. Zack. Machen wir das blöde Rohr da weg. Das kann ich eh nicht leiden. Weil bringt ja nichts, wenn wir Ausflüge machen und es nicht verstauen können. So. Jawohl. Erstmal Scheißdreck hingelegt. Zum Beispiel. Ja, das brauche ich. So, jetzt hat ihr Leid. Oh, sie erwähnt erst 2, 4, 6. Wir haben unten zwei neue. Da guck, da unten. Zwei neue Slots mehr gekriegt. Wahrscheinlich durch den größeren Rucksack. Voll cool. Okay, dann fangen wir mal gleich an. Es so in die Hand zu nehmen. Jetzt gucke ich mal, wie viel genau. Gut, Ladung, das kommt. Nee, nicht. Also fast, aber fast. Weil es ist halt in dem Fall dann wirklich besser, das Zeug einfach auszutauschen und neu zu bauen. Ich glaube, das ist generell besser. Ihr Leid, wir bauen jetzt einfach wieder alles ab. Weil das Reparaturkit ist teuer, ne? Und wir haben nicht so viel davon. Und das könnte man halt eher unterwegs brauchen statt da jetzt. Das wäre. Nehmen wir mal unser Auto schon wieder auseinander. Nicht so. Und dann so. Und schmeißen es so hin. Es tut mir leid, gutes Auto schon. Aber, halt. Bevor wir da weitermachen, erstmal gucken, ob ich überhaupt genug habe, um Stahlplatte zu bauen, ne? Das wäre natürlich ziemlich dumm. Da, Stahltür. Da siehst du, Stahlblech braucht man da. Ja, aber Stahlblech kann man herstellen, bis man umfallen. Guck mal, Stahlblech, was braucht man da? Metallschrott. Puh. Eins, zwei. Geht es auch schneller? Wenn ich gedrückt halt? Nee. Ja, hauen wir ordentlich drauf. So, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ist eine schöne Zahl. So, lassen wir das. Da siehst du. Und jetzt hat alles ab. Du kommst ab. Da hin. Du kommst auch ab. Da hin. Dummer Not hier. Aber warte mal. Eigentlich bin ich schon dumm, ne? Machen wir Platz da. Das war nicht so gut. Aber ja, zumindest mal so grundsätzlich in die Richtung geschmissen, wo es hin soll. Weißt du? So, da hin soll ich eigentlich schmeißen. Zack. Weißt du? Ja, vielleicht treffe ich schon einmal komplett nin. Das wäre natürlich richtig cool. Naja. Ah, so, mal gucken. So ungefähr, oder? Mensch. Ja, er hätte schon gepasst, ne? So. Ja, hopp. Wir können neue Scheinwerfer bauen. Das schmeißen wir alles weg. Zertrümmert, hör von mir aus. Schmeißen wir alles da nieder. Die Platte ist jetzt wieder gut. Uff. Junge, Junge, sorry. Sorry, liebes Auto. Ich tue dich ziemlich misshandeln, hey, echt jetzt. der lassen wir drin, der ist noch quasi neu. Die Räder sind noch soweit gut. So hin. Was kann ich denn dort drauf machen? Kartons Logbuch, ja. Was? Logbuch? Achso. Sorry. Ist schon dumm. Ah ja, Stoßstangen. Ja, die geht auch noch. Die lassen wir auch noch. Ich will jetzt nicht alles wegmachen. So, dann kommen wir mal mit. War dann doch alles doch hingeschmissen? Was war Depp, hä? So. Na komm. Muss ich dich jetzt wirklich einzeln und Indra? Ei. Komm mal her. Das Köfferchen. Stimmt, da ist so auch noch was drin. Das machen wir jetzt auch donin. So, das da, ne? Haben wir ja größerer Spind. Jetzt kommt donin. Und jetzt tue ich die Stahlplatte donin machen. Und Stahl hier passt auch noch hin. Passt das da vielleicht noch hin? Alter, wie passt dann da hin? Das ist immer krass. So. Aller gut. Du und du und du. Ja. So, und dann Besto und Besto nehmen wir mal wieder mit. Die Tür da. Ja, ja, mir sammelt mir das Zeug, das sammeln wir alles Not her hin. Machen wir da.
Mach einen Stummokessel hier drum. Dann nehmen wir nur den Staubsauger und dann saugen wir das Not hier alles in. So. Sichte. Komm, nehmen wir mal gleich den Staubsauger, sonst wird's so hoppala. So unübersichtlich. Ja, du sollst jetzt nicht unbedingt den Koffer aufsaugen, du Affenzippel. So. Koffer brauchen wir aber noch. So, wir haben da nämlich noch. Ah, das kann man so aufsammeln. Habe ich die Lampe auch schon wieder gefunden? Die habe ich doch irgendwo da hier gepfeffert. Kaputt. Na, die suchen wir nur mit dem großen Staubsauger. So, haben wir noch irgendwie was? Nö, soweit sind wir durch. Jetzt brauchen wir fünf Tiere und 1, 2, 3, 4 Platte. Und Lampe und sowas. Dann machen wir das jetzt. Moment. Habe ich noch was mit dem Köfferle drin? Nö. Schmeiß mal da in den Schrank, was wir gerade haben. Ja. Ja. Wusste ich doch, dass man da noch einen Haufen Scheiße kann. So. Das nin. Das würde ich gerne ins Auto legen. Jetzt machen wir gleich ins Auto nin. Bist du welche? So. Okay. Also, was haben wir gesagt? Autodiere. Fünf Autodiere brauchen wir. Stahltüre natürlich. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, danke. So. Einmal. Danke. Na, Platz. Zweimal. Ja, ich hol mal jetzt gleich die Kiste mit. Und dann machen wir das, dass das doch gut aussieht, ne? So. Dreimal. Viermal. Auf dem Rückweg nehme ich jetzt halt die Kiste mit, aber jetzt ist es auch egal. Auf dem zweiten Rückweg nehmen wir mal die Kiste mit. So. So, und wenn wir dann die Platte bauen, also die Kotflischel oder wie das heißt, das machen wir dann in die Kiste. So, da müsste die Kiste sein, genau, dankeschön. Kommst du her? Kann ich mit der Kiste in der Hand bauen? Ja, kann ich, sehr gut. Wir brauchen hier Stahlplatte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Die Motorhaube wäre auch noch Stahlblatt, brauchen wir aber nicht. Dann brauchen wir Scheinwerfer. Da würde ich gerne denne do bauen, schöner. Enner brauchen wir. Ein Scheinwerfer und Stoßstange. Das ist ein. Da. Primär Stoßstange aus Stahl. So, jetzt hätte man jetzt. Oh. Ich dachte, das geht besser. Ja. Ich hätte gerne deine Koffer da. Danke. Nein, aufnehmen. Hallo, nimm das Kofferle doof. Und da mache ich jetzt einfach alles nin. So war eigentlich der Plan. War geil, das hat sogar gepasst. Guck mal, cool. So, siehst du? Okay. Mein Plan hat Schwäche, merke ich gerade. Halt. Scheinwerfer kann man noch gleich mitnehmen. So, guck mal her. Ne, der muss vorne dran, gell? Soweit ich das weiß. Dahin. Und da dann der Scheinwerfer dran. Wo ist denn der Scheinwerfer da? So, oh, das sieht deutlich besser aus wie meiner, ne? Sag mal her. Scheinwerfer links, Scheinwerfer rechts. Das ist ein primitiver Scheinwerfer, der doch scheint schon besser zu sein, ne? Okay. Alles klar. Dann gib mir mal sowas da her. Bau mal da dran. Dann gib mir mal sowas da her. Das bauen wir da vorne dran. Dann nehmen wir mal das Kistelchen da mit. Damit. Schmeiße das da hin. Auf geht's. Gerade mit dir. So. Jetzt sieht mein Kombi wieder gut aus. Ach, jetzt ist er wieder angezogen. Jetzt ist er nicht mehr ganz so nackig. Weißt du, das ist ja nichts für ein Auto. Die da so nackig sind.
So, ich glaube, das wäre es jetzt grundsätzlich. Ich tue mal kurz den Staubsauger anschmeißen. Um zu gucken, ob du... Ah ja, jetzt kommt wieder die Kiste geflohen. Blub. Okay, alles klar. So, jetzt gucken wir mal. Ah ja, Frontscheibe und Hinne kennt man noch. Ja, Bob, komm, wir haben ja das Geld. Scheiß drauf, ich mach das Ding ab. Mach mal da schön Neues. Die Frontscheibe, da muss ich halt gucken, wie ich damit klarkomme. Hoppala, komm her. Wir müssen zuerst Leiterplatte bauen. So. Eins, zwei, drei. Wieso baue ich Leiterplatte? Stahlblech brauche ich. Jetzt haben wir Leiterplatte gebaut. Ist nicht weiter schlimm. Dann bauen wir uns Stoßstange aus Stahl. So. Was brauchen wir noch? Ach, ein Abdichtkit könnte man gebrauchen. Verschrotter. Da. Brauchen wir vorne für die Scheibe. Was machst denn du da? Du hörst schon gar nicht mehr auf, hey. Ist immer krass. So. Das Abdichtkit brauchen wir vorne für die Frontscheibe. Die ist, glaube ich, Kabutski. Guck. Steht ja da. Rissig. Reparieren. Absichtkit. Zack. Und schon wie neu. Zeig ich mal her. Auto wie neu. Ah, ne, eben nicht. Weil nämlich das doof verhält. Haben wir doch extra gebaut, Mann. Ich weiß, dass ich die nicht in den Rucksack nehmen kriege. Wie wird denn das da aussehen? So. Gerade mit. Aller gut. Aber jetzt ist er wieder auf Vordermann. Unser guter Kombi. Ah. So. Motor sieht noch gut aus. Vergaser, Batterie ist aufgeladen. Was macht der Vergaser? Ich glaube, der verwandelte Benzin in Gas, was dann die Zündkerze zum Explodieren bringt und das wiederum treibt die Kolva und das ist die, treibt dann die Räder an. So irgendwie, ich habe keine Ahnung von Autos, ehrlich gesagt, aber ein bisschen was schnappt man halt auf. Kannst halt alt werden, ne? Und ohne Interesse an Autos trotzdem irgendwie mitzukriegen, dass das runde die Räder sind und eins davon kann ich lenken damit, also das Lenkrad. Ja. Ah, ohne Interesse an Autos. So. Von dir bin ich enttäuscht. Ich weiß nämlich nicht, was du machst. Jetzt müssen wir mal gucken, haben wir noch Klim? Ja, noch 0,3 Klim. Bei 0,3 kriegen wir nichts hier. Brauchen wir echt gar nicht zu gucken. So, dann würde ich aber sagen, ihr Leid, das soll's jo. Das habe ich jo vorhin gemacht. Mal gucken, ob da noch ein bisschen was drin ist. Es tut alle paar... Nö, der hat keinen Bock mehr. Alle paar Minuten ladet der sich, glaube ich, als wieder auf oder so. So. Ey, sag mal, ich hab doch da jetzt PIN-Code gelernt. Kannst du denn eine Adoa wende? Nein, das ist ein anderer. Ich dachte, die hat dasselbe. Ja, dann sind wir eigentlich halt durch, ne? Guck mal, wir tun schon mal eine neue Route aussuchen. So. Also, wo geht's weiter? Gibt's im Moment irgendwas? Ah, da hier müssen wir hin. Das ist so ein Highway-Ding. Ist das so das Runde da? Ist das ein Highway oder ist das... Weil... Da ist eine Brick, also schätze schon, dass das außen rum da der Highway ist. Ich weiß es aber halt auch nicht. So, und um da hinzukommen, müssen wir was machen? Ich habe keine Ahnung. Wir gucken mal, wie unser Quest aussieht. Finde einen Weg in die Mauer hinein. Ja, okay. Also wahrscheinlich halt wirklich genau einfach da noch ein bisschen... Da Ive zum Beispiel, könntest du dann drauf gehen? Okay, da... Also da will ich auf keinen Fall hin. So blöd bin ich nicht mehr, ne? Und das da zieht, so wie es aussieht, da nuff. Sieht man irgendwo... Ihr wisst, ne? Ich bin ein großer Freund von stabilen Bedingungen. Kann ich da nicht mehr hin? Tatsächlich, da kann ich nicht mehr hin, ne? Komisch. Schade. Da will ich halt ehrlich gesagt nicht hin, weil um da hinzukommen, muss ich da hin und dann da lieber. Das heißt, vielleicht würde ich dann durchs Gebiet. Außerdem sieht das für mich aus, als würde es nach oben ziehen. Weiß nicht. 6 Stunden. Ich nehme mal da sowas Kleines. Guck mal, das ist ein Wolke, da ist nevelig. Ich nehme das. Ohne Scheiß jetzt, ich nehme das. Eine Scannerladung nur. Das ist. Wenn nicht, oder? Warte mal.
Ach so, ja, ich habe YouTube-Videos geguckt, wo es ein bisschen was erklärt wurde. Die Zahlen der Navedra, die sahen eigentlich, wie viele Ladungen das es gibt in dem Level. Also in dem da oben gibt es zum Beispiel drei, in dem gibt es zwei, in dem gibt es nur any. Jetzt ist es wohl auch so, Moment, ich muss mich im Ohr popeln. Es ist wohl auch so, dass es Dinge gibt, wo es keine Scanner-Ladung gibt. Das heißt, du kommst nicht zurück. Du kannst halt wirklich in einer Sackgasse landen. Das kriege ich normalerweise vorher angezeigt, wenn du in einer Sackgasse landen tust. Und dann musst du meistens. Also, du hast ja dann, so wie hier jetzt zum Beispiel, wenn das gehen wird, das ist so ein Stroß, du fährst ja hier, du fährst ja nur durch. Da ist so ein Weg auf, um rauszukommen. Aber es gibt was, wo dann halt kein Weg auf ist und das ist dann eine Sackgasse. Und da kommst du halt nicht mehr raus, wenn du nicht vorher schon genug Ladung drin hast. Wenn du das halt nicht hast, dann bist du halt in einer Sackgasse, aber es wird wohl auch die Möglichkeit geben, trotzdem irgendwie das Ding aufzuladen oder so. Keine Ahnung. Habe ich nicht ganz aufgepasst. So. Also, wie gesagt. Das sind 3 Stunden, das sind auch 3 Stunden, das ist mir eigentlich noch zu nah an dem da. Ich hab da ein bisschen. Ich gehe in das Neville-Ding da nur. Was gibt's da? Wenn ich Häuser. Okay, Sache zum Abbau. Gibt's jeweils nur eine Ladung. Ja, hopp, wir gehen da hin, wir holen uns die Ladung und dann machen wir uns abheim. Oder aber? Nee, aber eigentlich, ne? Weil der da geht nur oben, der da geht nur links. Wir müssten eigentlich da hingehen, da gehen wir aber natürlich nicht hin. Wir müssen denn machen, aber man das doch nicht so geheuer ist. Von dem aus geht es da links rüber und dann wahrscheinlich da nuff oder so. Könnte ich mir so vorstellen. Wir locken nochmal in, ne? So. Dädel geht uff. Was gibt's so? Ein paar wenige Häuser. Autos, okay. Was ist das Wasserding? Ach, das sind Edelfässer wahrscheinlich. Gibt's genug? Von der Radiation und Neville und so. Alles. Okay, noch so. Anomale Wolkenfelder. Okay, die muss ich mir dann wohl argo dann. Was gibt's denn dort? Touristen, Tankstelle, Autowrack, verlassene Autos, verlassener Squire. Verlassener Squire. Okay, Kastewa, Wackelwrack, knisternder Nebel, Schubser, Doseöffner. Nur noch zwei, wo man noch nicht haben. Und stabile Anker. Ach ja, hätte man noch gucken können, ob so irgendwo unstabile Anker gibt, aber das siehst du vorher nicht, ne? Da musst du halt schon mal da gewesen sein. Aha. Okay, ist okay, Ding. Ist okay, Ding. Wir sind soweit fertig mit unserer Preparation-Gedönse. Ne, ist immer nett, weil diesmal rüsten wir uns ein bisschen auf. Ne? Machen wir uns technisch auf, Kollege. Wir haben so einen Anlasser, wir haben das blöde Mechaniker-Kit, wo ich immer noch nicht weiß, was es macht. Ah, guck mal, wir haben da noch unnötiger Scheiß dabei. Was ich aber haben will, ist. Moment, wenn ich da ein bisschen scheißlos wäre, ja. Wenn ich da noch ein bisschen aufrahme, zum Beispiel die Stunuf, das langt ja schon, kann ich das da loswerden. Und wenn ich dann da rüberrahme. Hallo? Ach so, sorry. Dann da rüberrahme. Und wenn du da. Machen wir da runter. Einfach mal ein bisschen aufrahmen, welche? Ich stelle mich mal wieder dumm dran. Was ist der da neben? Der da neben, bringt das irgendwas? Nö. Doch, ich hätte dann da Dreierfeld. Weiß nicht. Ja, egal. Hopp. Du musst da neben. Ja, du musst da neben. Das lassen wir mal alles. Das ist der falsche Spind. Ich wollte das komische, das Ding, wo aussieht wie so Schee. Was ist denn das eigentlich? Ach, das ist der blöde Aufkleber. Ausrüsten. Soll ich da jetzt. Wenn ich den da jetzt so drauf mache. Ja, aber der muss doch da irgendwie nennen, welche. Das ist doch ein Aufkleber. Ah, nee. Das ist doch ein Aufkleber. Und die Aufkleber, die sind doch immer da hinkommen. Logbuch ansehen, fallen lassen, verschieben. Oh. Ah, ich darf nicht gedrückt halten. Ey, das ist halt manchmal. Manchmal muss ich gedrückt halten. Also A zum Beispiel. Manchmal muss ich kurz A drücken. Dann hast du. Ach, ihr wisst, es ist mit meinem Krampf, wo ich hab mit dem Ding da.
Ich habe viel zu viel Schränk. Ach, das Ding, da wollte ich Hanne befreien, ne? Das nehmen wir uns mal mit. Und das so nehmen wir auch mit, das machen wir in der anderen Schrank hin. Ach ja, und die andere Autobatterie nehme ich mal jetzt mal mit. Einfach nur, weil ich gucken will. Ob ich die vielleicht, wo stand zeitliche Autobatterie, welche? Ob ich die vielleicht dann irgendwie hinkriegen kann. Kann ich die dort dran machen? Ja, kann ich. Aber ich will jetzt nicht wirklich die Autobatterie da hinmachen. Ich würde gehen, warte mal. Hoppala. Das da hinmachen, geht das? Ne, das geht nicht, ne? Ja, dann nehmen wir halt die Autobatterie. So. Wenn es nicht anders da geht. So, dann müssen wir aber auch noch ein bisschen Strom drauf machen, dass die Arsche aufgeladen ist. So. Ist sie nämlich gerade nicht. Jetzt ist sie das. So. Ja, was wollte ich? Habe ich. Ah ja, habe ich. Das wollte ich aber noch da hin machen. Weil das brauche ich jetzt nicht mit mir rumschleppen. So, dohi. Guck mal her, du. Du baschst so schön da hin. Dann machen wir das auch. So, das da wollte ich noch abgeben. Und dann bin ich eigentlich. Ich habe viel zu wenig Health Packs. Aber deutlich zu wenig. Also quasi gar keine. Das ist nicht gut. Naja, ich wollte Scheiß da los wäre. Kann ich irgendwie Health Packs herstellen? Hab ich schon mal probiert? Aber wo soll ich das machen? Da oben wahrscheinlich. Schwaniger Kit, Abdicht Kit, ne? Doch, natürlich kann ich das. Alter, komm mal her. 1, 2, 3. Machen wir 4 Stück. 4 Stück, aber ich los ein paar. Lass ich do? Ja, was? Die sind alle Einzel oder was? Du kannst immer nur 3 haben. Okay, dann lass ich halt eins do. Zack. So. Ja, ich will die jetzt nicht in der Hand haben. Ist schon in Ordnung, Kollege. Kommst aber alle Fälle darüber. Und du da kommst do rüber. So. Und in die Hand. 1, 2, 3, 4. Ja, komm, dann haben wir es halt in der Hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ist halt dumm, dass ich. Also, ich habe eine Tastatur vor mir, aber. Kann ich mal probieren, ob das geht? Guck mal her. Und ich jetzt. F4-Trick? Ne, F4. Ah, tatsächlich. Cool. Ist halt nur dumm, dass ich dann mit Tastatur spiele, weil. Ich nicht gerne mit Tastatur spiele. So, ja, wir sind durchverheilt. Also, wie gesagt, wir fahren da hin. Und dann fahren wir gleich wieder zurück. Also ich will einfach nur kurz die Tour machen, sag ich mal, ne? Warte. Ja, hopp, wir sind jetzt wieder 3 Minuten drüber. Scheiß drauf. Wir tun mal unser Geräte ein bisschen. Ja, guck. Wenn ihr können wir gleich verschrotten, zack. Bauen wir uns lieber, naja, was man hat, hat man. Naja. Oh, so ein Gaskartusche drin, cool. Habe ich noch so kaputt, ne? Hey, wo habe ich denn jetzt da denn hier? Hä? Was habe ich denn? Ich habe den Staubsauger an ihn geschmissen. Alter, bin ich dumm. Ah. Sorry, wieso sahen die mir nichts? Ich brauche irgendwie so Live-Chat, wo dann irgendwie sagt, ey, du Dödel, du hast den Staubsauger drin. Das wäre es natürlich so. Und Staubsauger kennt man natürlich noch nicht bauen, soweit ich das weiß. Richtig? Ja. Ja, das haben wir wieder intelligent gemacht. Ja, und mit dieser geballte Intelligenzkompetenz verlasse ich euch in einen neuen Tag. War schön, dass ihr nicht zugeguckt habt. Kann er mal wieder inschalten. Wie gesagt, geplant, muss immer geplant sein, ist eine kurze Tour. Wir gehen rein, wir schnappen uns die Ladung und wir hauen wieder ab. Ja, natürlich tun wir zwischenzeitlich ein bisschen was sammeln, aber nicht viel, weil das nämlich auf Zeit geht und darf ich mich nicht zu sehr verweilen. Aber ziehen wir dann mal, ob das was wird. Also Emo hat es sogar geklappt, dass wir genau das gemacht haben, aber meistens klappt das nicht, das was ich vorhab. Ziehen wir dann mal. Und tschüss.